Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Was Partyhengst bedeutet, weiß man in Limbach-Opofrona spätestens seit 1. Juni. Die Alpakas des Amerika-Tierparks konnten es nicht erwarten, zur großen Party im Stadtpark zu kommen. 1. Juni, Internationaler Kindertag, den die Stadt zusammen mit Einrichtungen und zahlreichen Vereinen seit einigen Jahren, die Corona-Jahre 2020-21 ausgenommen, im Stadtpark feiert. Um 15 Uhr begrüßte der Oberbürgermeister Gerd Hertig die ersten vielen Gäste. 1. Juni, große Tradition hier, Kinderfest im Stadtpark Limbach-Opofrona. Und ich glaube, alle müssen mal bei mir vorbeikommen, Popcorn essen. Der Rest ist heute nicht so toll. Die Bratwurst ist verbrannt und das Bier schmeckt sowieso noch nie. Also kommt alle bitte zum Oberbürgermeister und holt das Popcorn ab. Kostet nichts, eine kleine Spende für den Tierpark wird immer gerne entgegengenommen. Ansonsten wünsche ich euch heute hier viel Spaß, bis es entweder in Strömen regnet oder dann bis 19 Uhr. Genau. Ja. Und du machst noch ein bisschen die Moderation. Jawohl. Ja, DJ Locke, auf dich ist Verlass. Danke dir. Dankeschön, Robi. Viel Spaß jetzt hier beim Popcorn und bei der Zuckerwatte. Und damit viel Spaß, liebe Kinder, liebe Eltern, unseren Ständen. Ich krieg da noch eine Liste, was alles so viel hier da ist. Das war eine ganze Menge. Viele Aktionen zum Mitmachen, Sport und Spiel sowie jede Menge Bastelmöglichkeiten. Ein buntes Programm bei bestem Kindertagswetter. Hier gibt's Popcorn, kostet nichts, Spende für den Tierpark. Waren schon zu Beginn um 15 Uhr viele Leute im Stadtpark, wurden es im Laufe des Nachmittags immer mehr. Neben vielen bekannten Dingen gab es auch etwas ganz Neues zu entdecken. Ja, bei der Weltpremiere, das Stadtspiel zur Stadt Limbach-Opofrona, geht es darum, die Stadt Limbach-Opofrona kennenzulernen. Was gibt es Interessantes? Was gibt es Kurioses? Was gibt es, was ich vielleicht noch gar nicht gewusst habe? Das heißt, man kann hier Fragen beantworten oder auch erraten und muss dann die einzelnen Sehenswürdigkeiten auf dem Spielfeld besuchen. Gespielt wird derart. Hier wird allen Spielern immer gleichzeitig eine Frage vorgelesen, wo es dann drei verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt. Und dann versuchen die Spieler, die richtige Antwort entweder wissen sie oder zu erraten. Und diejenigen, die richtig sind, die dürfen dann würfeln und dürfen sich auf den Weg zur nächsten Sehenswürdigkeit machen. Spielen kann die ganze Familie. Bei den Fragen haben wir nämlich zwei Kategorien. Wir haben die ganz normalen Fragen, aber wir haben auch speziell für Kinder Kinderfragen entwickelt, sodass auch schon jüngere Spieler das Spiel mitspielen können. Und das Schöne ist auch, man muss nicht unbedingt alleine spielen, man kann auch im Team spielen. Dass Limbach-Opofrona ein ganz eigenes Spiel hat, liegt daran. Die Stadtverwaltung hat uns angefragt, ob wir uns da mal eine Idee entwickeln könnten. Und so haben wir dann ein Projektteam gebildet, bestehend eben aus dem Forum Spiel und der Stadtverwaltung Limbach-Opofrona. Und haben dann im Laufe des letzten Jahres dann das Spiel entwickelt, was jetzt erstmals heute auf dem Spieltisch liegt. Hört sich leicht an, aber bei der Entwicklung gab es einige Herausforderungen. Es war natürlich die Corona-Zeit, wir konnten uns erst gar nicht treffen. Das haben wir nur über Videomeeting gemacht. Dann ein großes Problem war auch die Produktion, weil eben die Lieferketten ja alle im Moment gestört sind.
Das heißt, wir haben sehr lange gebraucht, bis wir einen Produzenten gefunden haben. Dann muss die Grafik entwickelt werden. Und da gab es auch natürlich ganz viel Abstimmungsbedarf. Und ja, aber wir sind jetzt sehr froh und freuen uns wirklich über das Produkt, was jetzt hier auf dem Tisch liegt. Es ist auf jeden Fall eine gute Geschenkidee für so ziemlich jeden Anlass. Das Schöne ist eben, man erfährt so viel über die Stadt Limba-Oberfrohna. Selbst also Leute, die hier seit vielen, vielen Jahren wohnen, sagen einfach, oh, das habe ich auch noch nicht gewusst. Und es ist einfach immer wieder eine Überraschung. Erhältlich ist das Spiel Grüße aus Limba-Oberfrohna in der Stadtinformation Limba-Oberfrohna. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Wir wachsen weiter. Demnächst 1000 Quadratmeter gehobenes Wohnvergnügen. Innovative Designs, hochqualitative Materialien, einzigartige Wohnkonzepte und außergewöhnliche Möbel. All das können Sie bald in unserem neuen Reko Wohndesign Ausstellungsbereich hautnah erleben. Freuen Sie sich auf moderne Designmöbel und besondere Ideen zur Inneneinrichtung von namhaften Marken. Eröffnung am 10. Juni. Reko Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Reko Möbel. Wir lieben Möbel. Sie sehen Wahlwerbung zur Landratswahl im Landkreis Zwickau. Für den Inhalt sind die jeweiligen Kandidaten verantwortlich. Unser Landkreis, unsere Heimat. Der Landkreis Zwickau ist der wirtschaftsstärkste in ganz Sachsen. Damit das so bleibt, muss es der Wirtschaft gut gehen. Dafür setze ich mich mit ganzer Kraft ein. Mir ist wichtig, dass wir ein Landkreis mit Zukunft sind. Dazu gehört eine gute Infrastruktur mit schnellem Internet für alle. Ein starker Zusammenhalt der Gesellschaft und soziale Verantwortung für Schwächere. Ich stehe für einen sicheren Landkreis, der in starke Hände gehört und eine bürgerfreundliche Verwaltung mit moderner Kommunikation, die sich als Dienstleister der Bürger versteht. Ich bin Carsten Michaelis. Ich möchte unserem Landkreis als Landrat dienen. Mit Ihnen gemeinsam die Zukunft gestalten. Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme. Sie sahen Wahlwerbung zur Landratswahl im Landkreis Zwickau. Für den Inhalt sind die jeweiligen Kandidaten verantwortlich. Sie sehen Wahlwerbung für die Bürgermeisterwahl 2022 in Liechtenstein. Für den Inhalt sind die Kandidaten selbst verantwortlich. Hallo, Herr Elling. Hallo, Frau Leschner. Sie sind vom Verein Werkstatt Zukunft Liechtenstein nominiert. Das heißt, Sie engagieren sich mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern auch schon eine ganze Weile für die Stadt mit sehr, sehr viel Herzblut. Was machen Sie momentan eigentlich gerade beruflich? Also beruflich bin ich Diplom-Verwaltungswirt und leite im Rang eines Polizeihauptkommissars ein Ermittlungskommissariat im Polizeirevier Glauchau, welches auch zuständig ist für unsere schöne Stadt Liechtenstein hier. Nun weiß jeder, der hier wohnt, der hier schon lange lebt, dass es eine sehr schöne Stadt ist, die sehr viele Stärken hat, wo es auch große Problemfelder gibt. Also es wird schon eine sehr, sehr große Herausforderung, neuer Bürgermeister zu sein. Warum wollen Sie das trotzdem wagen? Ganz einfach. Ich glaube, dass es unsere Stadt Liechtenstein wert ist und vor allem habe ich Vertrauen in die Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man schaut, was insbesondere in der Wendezeit alles möglich war, in einer Zeit, in der man sich einfach nur einig war, schauen Sie sich nur hier rum, dann meine ich, dass wir das auch wieder schaffen können, wenn wir nur geeint sind. Sie haben, Herr Elling, einen sehr, sehr interessanten Leitspruch. Höchste Zeit, zurück in die Zukunft. Warum nochmal der Umweg über die Vergangenheit? Ganz einfach. In dem gleichnamigen Kinofilm musste der Hauptprotagonist zurück in die Vergangenheit reisen, um dort Dinge zu reparieren, sodass seine Zukunft wieder funktioniert. Ich denke, wir sind hier an einem ganz ähnlichen Punkt. Wir haben irgendwo in der Vergangenheit einen falschen Kurs für die Stadt angelegt. Dort müssen wir zurück, müssen diesen Kurs korrigieren und dann meine ich, kommen wir wieder
richtig auf Zukunftskurs und können Gas geben. Sie wissen, dass die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner Ihnen jetzt ganz genau zuhören. Die Erwartungen sind auch wirklich sehr hoch an den künftigen Bürgermeister von Liechtenstein. Was glauben Sie, können Sie denn besonders gut, dass Sie für das Amt des Bürgermeisters prädestiniert? Nun, ich habe einen ausgeprägten Ordnungssinn. Das ist eine Eigenschaft, die es mir erlaubt, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und damit dann punktgenau ein Ziel anzusteuern und auch zu erreichen. Und ich denke, mein Verwaltungsdiplom ermöglicht es mir, die Gesetze der Kommunalpolitik dann auch punktgenau für die Bürgerinnen und Bürger zur Anwendung zu bringen. Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, wie Sie sie gerade angesprochen haben, ist ja, dass Sie sie wirklich an Ihren Vorhaben auch messen können. Sie haben auch über mehrere Flyer schon Ihre Themenfelder aufgemacht, was Sie gerne anpacken wollen, was Ihnen auch wirklich unter den Nägeln brennt. Was sind denn darunter Ihre Schwerpunkte? Also, ich meine, dass ich schon von Berufswegen nicht aus meiner Haut herauskomme. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Aber ich denke, eines der großen Themen ist das Thema Ordnung und Sauberkeit, ist Bürgerstolz. Und hier hängt in der Stadt Liechtenstein zu viel im Argen. Da müssen wir noch viel Hausaufgaben machen. Da müssen wir anpacken. Sie sagen, Herr Illing, Gesundheit ist für Sie das höchste Gut. Dazu gehört natürlich auch eine gesunde Stadt. Was stellen Sie sich darunter konkret vor? Sicher. Die medizinische Versorgung und Betreuung der Bürgerinnen und Bürger ist natürlich ein Hauptfeld, um das es da geht. Aber man muss das Gesamtpaket anschauen. Es müssen andere Faktoren, die Gesamtfaktoren müssen stimmen. Es muss Arbeit da sein, es muss Versorgungsstruktur da sein, es muss Kultur und Freizeit da sein. Erst wenn dieses Gesamtpaket ineinander greift, alle Faktoren da sind und es auch so wahrgenommen wird, dann ist eine Stadt gesund. Fehlt etwas, schafft das Ärger, schafft das Frust und macht am Ende auch krank. Jetzt wollen wir natürlich den Wählerinnen und Wählern auch ermöglichen, sich möglichst ein präzises Bild von Ihnen machen zu können und gehen ein wenig ins Detail. Zuletzt hatten wir jetzt von einer gesunden Stadt gesprochen, Herr Illing. Dazu gehören natürlich auch möglichst gesunde Finanzen. Nun weiß ja jeder, dass die Kommunen, Liechtenstein ist da nicht alleine, sehr große Probleme haben. Die Stadt allerdings gesund zu sparen, in Anführungsstrichen, ist nicht so der richtige Weg, wie wir ja wissen. Ohne Investitionen geht's nicht. Wie ist Ihr Ansatz? Ja, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass überzogenes Sparverhalten und viele Vermögensveräußerungen uns auch nicht auf die Gewinnerstraße gebracht haben. Ich bin der Meinung, dass ein kluges und zukunftsorientiertes Investitionsverhalten gepaart mit einem verantwortungsvollen Umgang mit den Kommunalfinanzen uns dann trotz allen Widrigkeiten wieder auf die Gewinnerstraße führen werden. So, Herr Illing, jetzt stehen wir natürlich direkt vor dem Gebäude der Frauenklinik und der Kinderklinik Liechtenstein. Ein Projekt, das in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt hat, wo aber auch schon einiges in Bewegung gekommen ist. Das liegt Ihnen sehr am Herzen, wie ich weiß. Ja, selbstverständlich. Also wir sind ja schon als Verein Kämpfer der ersten Stunde und insbesondere fühle ich mich hier als Krieger in der ersten Reihe für den Kampf um den Erhalt unserer Kinderklinik. Hier ist es uns ja bereits erfolgreich gelungen, den bürgerlichen Protest der vielen, vielen, vielen Petenten in die Ministerien zu tragen, vor den Petitionsausschuss zu tragen. Hier war es mir bereits möglich, eine Aussage vor dem Petitionsausschuss zu treffen. Insofern wird hier für mich selbst noch lange nicht das Ende der Fahnenstange zu suchen sein. Mein Kampf geht hier natürlich weiter. Ich habe es bereits genannt, medizinische Versorgung und Betreuung ist eine der Hauptkomponenten für eine gesunde Stadt. Jetzt möchte ich mal noch ein Thema ansprechen, das natürlich jeden, der hier in Liechtenstein wohnt und vielleicht auch schon länger sehr, sehr beschäftigt. Sie, im Falle Ihrer Wahl, wären Sie ein Bürgermeister einer Stadt, die immer weniger Einwohnerinnen und Einwohner hat. Was kann man denn daran ändern? Wie kann man denn die Menschen dazu bringen, hier zu bleiben, weil die Stadt doch sehr lebenswert ist? Auch hier ist die Antwort ganz einfach. Die Menschen im Umland müssen unsere Stadt wieder als Perle zwischen Chemnitz und Zwickau wahrnehmen. Das heißt, ich hatte es eingangs bereits gesagt, das Gesamtpaket muss stimmen. Es muss Arbeit in der Stadt sein, es muss Wohnraum in der Stadt sein, es muss die Versorgungsinfrastruktur vorhanden sein und die Menschen müssen es auch wieder als eine lebenswerte Stadt wahrnehmen können. Und ich denke, wenn wir auf diesen Weg zurückkommen, sozusagen nach dem Leitmotiv zurück in die Zukunft, dann werden wir sicherlich den Bevölkerungsschwund oder den Bevölkerungsrückgang auch überwinden können. Ich habe mir mal von Ihnen gemerkt, Sie haben gesagt, ich habe keine Vision, ich habe Vorhaben, ich habe ganz konkrete Pläne. Aber ich finde auch, Träumen gehört zur Realität. Wenn wir mal 5 Jahre im Voraus denken, Herr Illing, wie würden Sie sich Liechtenstein wünschen? Wie könnten Sie sich die Stadt vorstellen? Also mein Traum
von Liechtenstein in 5 Jahren. Das wäre der Traum, dass wir wieder ein geeintes, ein gesellschaftliches, ein politisch geeintes Liechtenstein vorfinden, in dem der Bürger das entsprechende Gehör bei Verwaltung, bei Bürgermeistern erhält, in einer Stadt, in der man dann sieht, wo der Zusammenhalt zwischen Bürgermeister, Verwaltung, Vereinen gegeben ist und wo man sieht, dass alle in die gleiche Richtung ziehen. Das wäre mein Wunsch, das wäre mein Ziel, wo wir in 5 Jahren stehen sollten. Also zuerst ein Aufbruch in eine starke Zukunft für Liechtenstein und das als gemeinsames Projekt, wie Alexander Elling gerade beschrieben hat. Anders kann es überhaupt nicht funktionieren. Vielen Dank, dass Sie uns so tief haben in Ihre Gedanken, in Ihre Beweggründe, Ihre Pläne auch haben reinschauen lassen. Und ich hoffe, liebe Wählerinnen und Wähler, dass Sie damit auch Orientierung bekommen haben für Ihre eigene Wahlentscheidung am 12. Juni für Alexander Elling. Also herzlichen Dank, alles Gute für Sie. Sie sahen Wahlwerbung für die Bürgermeisterwahl 2022 in Liechtenstein. Für den Inhalt sind die Kandidaten selbst verantwortlich. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha. Wer es nicht weiß, würde nicht vermuten, dass man diese Blütenpracht auf einer Kakteenschau entdecken kann. Viele haben, wenn sie Kaktus hören, eher solches vor Augen. Einen grünlichen Pflanzenkorpus mit großen Stacheln dran. Solche Kakteen gibt es auch, aber dazu noch viele andere mehr. Wie man am letzten Maiwochenende zur Kakteenschau in der alten Spinnerei in Burgstedt sehen konnte. Der ortsansässige Kakteenverein hatte wieder eine Ausstellung vorbereitet und lud Interessierte ein, die Kakteenvielfalt kennenzulernen. Das Interesse ist ziemlich groß. Also die ersten Besucher standen eine Stunde vor der Eröffnung schon vor der Tür und haben gefragt, ob sie schon mal rein dürfen. Darunter war vielleicht auch der eine oder andere Schnäppchenjäger. Denn man durfte Kakteen nicht nur bestaunen, es konnten auch welche erworben werden. Ja, also die Verkaufsbörse hat 5000 Pflanzen, auch von fast allen Arten, die es gibt. Und wir haben da sehr moderate Preise, haben wir von den Besuchern zu hören bekommen. Der Andrang zeigt, Kaktus fasziniert. Die Faszination Kakteen ist eben halt die Vielfaltigkeit. Ja, und auch jetzt Neuzüchtungen mit Farben, mehrfarbige Blüten, ja, was natürlich der Renner ist. Alle Leute wollen sowas kaufen, fallen dann um, wenn sie den Preis hören. Nicht alle wollten kaufen, sondern einfach nur mal schauen. Ich muss mal sagen, nach den 2 Jahren Corona, wo überall nichts los war, sind die Leute froh, in Freiheit mal was Schönes zu genießen. Einfach was Schönes. Ja. Wir haben hier zum Beispiel auch aus Kakteenohren, die sogenannten Opuntien, haben wir einen Salat hier zum Verkosten. Wir haben gegrillte Kakteen da und da waren die Leute recht erstaunt, dass man das doch essen kann. Es war die mittlerweile 38. Ausstellung, bei der sich wieder einem Kakteen-Thema besonders gewidmet wurde. Die Baja California, nachgebildeter Standort, so wie die Pflanzen an ihrem Wuchsort aussehen. Mitunter nicht so schön wie im Gewächshaus. Baja California sagt Laien erst einmal nichts. Die Baja ist eine Halbinsel unterhalb von den USA. 3000 Kilometer lang und 120 Kilometer breit. Und dort wachsen vornehmlich Chinozeren, Parizeren und Ferrokakteen. Und ganz unten im Süden gibt es eine große Menge an verschiedenen Mammillarien. Was das jetzt alles zu bedeuten hat, kann man in analogen oder digitalen Nachschlagewerken erfahren. Oder man besucht die nächste Kakteenschau und lässt es sich von den Vereinsmitgliedern erklären. Was die nächste Ausstellung angeht, gibt es für den Burgstädter Verein derzeit noch ein paar Fragezeichen. Nächstes Jahr hoffen wir, dass es noch in der Spinnerei sein kann. Die wird jetzt im Juli geschlossen und umgebaut. Die 3 Säle sollen erhalten bleiben, aber es weiß noch keiner, wie es wird. Das wird das Problem, einen ebenbürtigen Raum zu finden, wo man dann so eine schöne Ausstellung gestalten kann. Bis zur nächsten Ausstellung werden die Vereinsmitglieder keine Langeweile haben. Wir werden dann wieder mal eine schöne Sommerausfahrt machen, der gesamte Verein, in den tschechischen Raum. Ja, und dann werden wir uns jetzt wieder ranmachen, neue Pflanzen zu züchten und zu vermehren. Denn man möchte auch weiterhin die eine oder andere Rarität präsentieren. Unsere 25 Mitglieder, die hier ausstellen, haben ihre eigenen Pflanzen
hergebracht. Das sind Sukkulente-Pflanzen von Südafrika. Das sind aus Chile, Nordargentinien, Mexiko, alle Pflanzen, die es eigentlich gibt. Alle Gattungen haben wir hier vertreten. Gezeigt wurden die Kakteen einem dankbaren Publikum. Ich bedanke mich für die Disziplin, die auch die Besucher mitbekommen. Und schauen sich das alles schön an und dann stehen sie geduldig an der Kasse mit ihren erworbenen Kakteen. Und sie kommen aus nah und fern. Also der weiteste, der heute weg war, war aus Bonn, der bei uns da war. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedl in Flöha. Ein ruhiger Platz zum Naturgenießen sollte es sein. Die Beobachtungsplattform im Landschaftsschutzgebiet am Großen Teich in Limbach-Oberfrohna, die Anfang des Jahres ihre Bestimmung übergeben wurde. Von der aus könnte man normalerweise die Vögel beobachten, denen das Limbacher Teichgebiet als Brut-, Durchzugs- und Rastgebiet dient. Der Zutritt zur Plattform wurde Ende Mai gesperrt, aus Sicherheitsgründen. Aber nicht, weil das Holz morsch wäre, sondern weil es Schäden durch Vandalismus gibt. Zudem hatte man den Ort zugemüllt und badete illegal in dem Landschaftsschutzgebiet. Die errichtete Absperrung der Plattform wurde bereits wieder zerstört. Die Behörden dokumentierten die Schäden allesamt. Bei einem Treffen zwischen Vertretern des Landratsamtes Zwickau, des Landschaftspflegeverbandes Westsachsen, der Polizei und der Stadtverwaltung stimmte man ab, dass nun regelmäßige Streifengänge durch Polizei, gemeindlichen Vollzugsdienst, einem engagierten Wachschutz und Streetworkern stattfinden. Auch in den Abendstunden. Im Auge hat man nicht nur die Beobachtungsplattform, sondern ebenso andere Teile des Landschaftsschutzgebietes. Auf der Navigationskarte existiert die Straße in Lunsenau nicht, da ist sie noch am Entstehen. Auch im digitalen Zeitalter ist man halt nicht immer sofort auf dem aktuellsten Stand. Der sah am 27. Mai so aus. Wir haben im letzten Jahr hier im Wohnbaugebiet den dritten Bauabschnitt erschlossen und danach war es jetzt notwendig, dass verschiedene Straßen einen neuen Straßennamen erhalten. Und so gab es dann eine Ausschreibung, wo sich alle Bürger beteiligen konnten. Und hier sind viele Vorschläge eingegangen und unter anderem auch für den Werner Goldammer, unseren ehemaligen Ehrenbürger der Stadt. Und nachdem ist nun die Straße benannt worden in Werner Goldammer Ring. 1, 2, 3, 2. Das musikalische Ständchen zur Namensgebung lieferte das Orchester Blasmusik aus Lunsenau. Die Mitglieder des Ensembles sind, wenn man es so will, die Erben von Werner Goldammer. Werner Goldammer war Lunsenauer Bürger, der 2002 zum 50-jährigen Jubiläum des Lunsenauer Blasorchesters die Ehrenbürgerwürde hier bekommen hat. Er hat dieses Orchester mit aufgebaut und über viele Jahrzehnte mitgeleitet. Werner Goldammer verstarb 2007. Das Orchester musiziert in seinem Sinne weiter. Am Werner Goldammer Ring gibt es eine weitere neue Straße. Die heißt schlicht Querstraße. Wir mussten Straßennamen umbenennen, damit es für Post, für Rettungsdienste und andere klare Hinweise gibt, wo die Menschen wohnen, dass man hier nicht lange suchen muss. Daher war es notwendig, hier eine Umbenennung vorzunehmen. Auf der Navigationskarte wird das sicher bald aktualisiert, wenngleich der heutige Stand in naher Zukunft auch nicht mehr aktuell sein wird. Das Wohngebiet haben wir jetzt den dritten Bauabschnitt hier erschlossen. 7 Grundstücke sind bereits verkauft. Mit einem Interessenten sind wir noch in Verhandlungen und 4 können noch erworben werden. Wir planen dieses Jahr den 4. Bauabschnitt hier und wollen im nächsten Jahr diesen 4. Bauabschnitt erschließen, um somit weiteren jungen Familien die Gelegenheit zu geben, hier Wohneigentum zu errichten. Damit ist allerdings noch nicht der Schlusspunkt gesetzt, denn es gibt die Möglichkeit hier noch,
einen fünften bzw. sechsten Bauabschnitt vorzunehmen, um das Gebiet, das Wohnbaugebiet, dann zu komplettieren. Das ist für die nächsten Jahre mit vorgesehen. In diesem Jahr feiert man das Jubiläum 95 Jahre Sachsenring. Die Geschichte der Rennstrecke mit ihren Geschichten erzählt man am Dienstag, den 10. Juni um 19 Uhr im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernsthal. Wie frühmorgens in einer Himmelfahrtswoche alles begann, über die Menschenmengen am Queckenberg, was es mit einer Tribüne auf der Lutherhöhe auf sich hatte, wie 1972, also vor 50 Jahren, eine Ära von 12 WM-Läufen endet und wie schwer Fanartikel zu erlangen waren. Die Veranstaltung findet in Kooperation zwischen dem Textil- und Rennsportmuseum und dem Geschichtsverein Hohenstein-Ernsthal statt. Der Eintritt ist frei. Der Tierpark-Fotoverein Limbach-Oberfrohna lädt zur nächsten Vortragsveranstaltung ein. Am 15. Juni wird sich ab 19 Uhr am Saal der Parkschenke Limbach-Oberfrohna Uwe Lindner aus Erlau auf Darwins Spuren begeben. Interessierte sind eingeladen, Tiere, Pflanzen und Landschaften in Argentinien kennenzulernen. Der Erlös kommt diesmal dem Bau einer winterfesten Wasserschweinunterkunft im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna zugute. Im Heimatmuseum in Hartmannsdorf widmet man sich in diesem Jahr einem 150. Jubiläum. Es geht darum, dass wir 150 Jahre Poststationen feiern in Hartmannsdorf. 1872 gab es hier das erste Postamt. Und wir haben uns gedacht, dass wir einfach mal die Geschichte der Postämter an den einzelnen Stationen in Hartmannsdorf nachvollziehen, darstellen und haben viele Bilder dazu gesammelt, großformatig ausgestellt. Und im Zuge der Vorbereitung der ganzen Veranstaltung haben wir dann immer mehr Leihgaben bekommen von privaten Sammlern, von der Deutschen Post auch, sodass wir mittlerweile also viel mehr zeigen können, als wir überhaupt erwartet haben. Wir haben also vielfältige Ausstellungsstücke aus Hartmannsdorf, aber auch aus Sachsen, verschiedene Briefe mit verschiedenen Stempeln der einzelnen Epochen. Und man sieht eben auch hier verschiedene Briefkästen oder wer sich noch daran erinnern kann, solche Briefmarkenautomaten gibt es alles meistens heute nicht mehr. Und so schwelgen hier viele Besucher in Erinnerung und wir freuen uns bis jetzt über einen sehr regen Zuspruch beim Besuch des Museums. Weil das nicht nur ein Stück Postgeschichte ist, sondern hauptsächlich Heimatgeschichte. Wissen Sie heute noch, wie Ihr Postbote heißt? Früher wusste man sogar, wo der wohnt. Geschichten aus der Heimat erzählt aber auch die Post, die versendet oder empfangen wurde. Wenn sie erhalten blieb, erfährt man so manches über Menschen, Unternehmen, Behörden und anderes. In Hartmannsdorf zum Beispiel über das Stalag 4, in dem seit 1939 in großer Anzahl französische Kriegsgefangene interniert waren. Nicht minder interessant sind die Briefmarken, die genauso an manches Ereignis erinnern. In den vergangenen 150 Jahren ist da so einiges passiert. Mit den Zeiten und Systemen wandelte sich die Post, auch in Hartmannsdorf. Wir haben sicher sehr zeitig eine eigene Post bekommen, was der industriellen Entwicklung von Hartmannsdorf geschuldet war. Wir hatten ja um 1880 hier einen industriellen Aufschwung und da reichte es dann eben nicht mehr aus über Limbach und Burgstedt. Und von der Seite haben wir ein Postamt bekommen, zunächst im heutigen Braugut, dann gegenüber auf der Chemnitzer Straße und zuletzt auf der Poststraße. Und das ist gerade nochmal schön saniert worden. Da sind jetzt Wohnungen drin und da freuen wir uns, dass das Gebäude wieder im alten Glanz erstrahlt, auch wenn es keine Post mehr ist. Mit E-Mail, SMS und anderen neuen Kommunikationsmöglichkeiten veränderte sich die Postlandschaft. Das Postamt in Hartmannsdorf gab es bis 1998. Dann wechselte es zu Postagenturen, erst zur Postagentur Klaus. Und heute ist im Büroladen von Viehwegs die Postagentur angesiedelt, sodass wir froh sind, dass wir nach wie vor in unserem Ort sowas haben. Mit der Auflösung von alten Postämtern wurde so manches Inventar und anderes zum Museumsstück. Die Postexponate, die in diesem Jahr im Hartmannsdorfer Heimatmuseum zu sehen sind, kommen aus dem Ort. Da haben wir einige Sammler. Wir haben aber auch einen Enthusiasten aus Chemnitz, der uns ganz viel geborgt hat. Briefkästen, Uniformen, Fahnen, Schilder und ja, das ist breit gefächert gewesen. Und wir haben während der Ausstellung auch immer wieder Gäste gehabt, die Sachen mitgebracht haben, uns gegeben haben, geliehen haben. Und da freuen wir uns, so wächst die Ausstellung über das ganze Jahr. Und sie geht noch bis zum 31.12. diesen Jahres. Die Ausstellung kommt sehr gut an bei den Besuchern. Es
ist die Vielfalt und vor allem die Erinnerungen, die bei vielen hochkommen, wenn sie einfach sehen, ach, das kenne ich noch aus Kindheitstagen oder aus Jugendtagen. Die kaiserliche Postuniform und der kaiserliche Briefkasten sind natürlich besondere Raritäten, weil sie eben ganz selten sind. Zu Kaiserszeiten gab es neben den gelben die blauen Briefkästen. Ab 1934 waren sie rot und ab 1945 gelb. Auch das erfährt man beim Besuch des Heimatmuseums Hartmannsdorf. Geöffnet hat das jeden letzten Samstag im Monat oder nach Vereinbarung. Am 14. Mai erreichte Hot 05 Futsal trotz der 3:4 Niederlage gegen den TSV Wellendorf das Bundesliga-Finale. Und so ging es am 29. Mai für die Hohenstein-Ernsthaler nach Stuttgart zum Finalgegner Stuttgarter Futsal Club. Schon im Vorfeld war klar, dass das alles andere als ein leichter Gegner sein wird. Ja, sehr, sehr guter Gegner. Ich glaube, die sind Profis. Ja, sind gut fit. Sehr, sehr gute Spieler, auch viele Nationalspieler dabei. Aber wir müssen sie erstmal analysieren. Wir haben einmal verloren in der regulären Saison gegen die und einmal gewonnen. Jetzt haben die sich im Winter noch mal ein bisschen verstärkt. Wie gesagt, wir machen Videoanalyse und bereiten uns gut auf das Finale vor. Die Stuttgarter haben die Gäste aus Sachsen höchstwahrscheinlich auch nicht auf die leichte Schulter genommen. Denn schaut man sich den Spielverlauf auf der Futsal-Bundesliga-Internetseite an, dann könnte man in das 0:0 bis zur Halbzeitpause ein beiderseitiges Lauern hineininterpretieren. Passiert ist in der ersten Halbzeit nur eine gelbe Karte für Daniel Knizewicz vom Stuttgarter Futsal-Club. Nach der Halbzeitpause in der 33. Minute das erste Tor für den Stuttgarter Futsal-Club. Torschütze Daniel Knizewicz. 5 Minuten später erhöhte Sadan Ivankovic auf 2:0. Aber knapp eine Minute später erfolgte der Anschlusstreffer durch Christopher Wittig. Die 2 Minuten bis zum Abpfiff reichten allerdings nicht mehr, um das Spiel zu drehen. Und so ist Sieger der 2021-22 erstmals ausgetragenen Futsal-Bundesliga der Stuttgarter Futsal-Club. Hot 05 Futsal geht damit als erster Vizemeister in die Futsal-Bundesliga-Geschichte ein. Nachdem es Corona-bedingt 2 Jahre nicht stattfinden konnte, fand nun am 29. Mai ein weiteres Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennen statt. Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennen wird in diesem Jahr zum 10. Mal in der Stadt Hainichen ausgetragen. Wolfram Lindner hatte nicht wenig Anteil an den sportlichen Erfolgen, zum Beispiel von Olaf Ludwig, Bernd Rogan oder Uwe Ampler. Wolfram Lindner ist in Lauenhain geboren und war der erste Vorsitzende des Radsportvereins Hainichen. Er war dann später Nationaltrainer der DDR und auch in der Schweiz. Und ihm zu Ehren führen wir dieses Rennen durch. 2010 verstarb Wolfram Lindner im Alter von 69 Jahren. Anlass, das Gedächtnisrennen ins Leben zu rufen. Früher haben wir das gemeinsam mit der Stadt Waldheim durchgeführt, immer im Wechsel. Aber leider ist es in Waldheim nicht mehr möglich. Deshalb haben wir uns mit dem Oberbürgermeister und mit der Stadt Hainichen verständigt, dass wir das zu einer Tradition in der Stadt Hainichen werden lassen. Zahlreiche Rennen wurden am 29. Mai gefahren. Am Vormittag war der Nachwuchs in verschiedenen Altersklassen am Start. Und nach dem Jedermann-Mittagsrennen folgte das fette Reifenrennen für Kinder von 9 bis 12 Jahre. Am Nachmittag fiel der Startschuss für die Elite-Amateure sowie Junioren U19. 64 Kilometer mussten bei diesem Rennen bewältigt werden. Wir sind mit der Veranstaltung heute sehr zufrieden. Das Wetter hat mitgespielt, wir haben sehr gute Teilnehmerfelder gehabt und bisher ist auch alles ohne Sturz abgelaufen. Dank an alle Sponsoren, Unterstützer und natürlich an die vielen freiwilligen Helfer, ohne die so ein Rennen nicht möglich wäre. Die Organisatoren bedanken sich ebenso für das Verständnis, dass es an dem Wettkampftag Verkehrsbeschränkungen in Hainichen gab. Aber Radsport hat man ja nicht alle Tage in der Stadt. Das Rennen haben wir zum ersten Mal in der Stadt in Hainichen 2018 durchgeführt, 2019 und dann zweimal unterbrochen durch Corona. Es hat im Vorfeld dann auch schon zweimal im Rossauer Wald stattgefunden. Aber im Rossauer Wald ist das Problem natürlich, dass das nicht gerade für die Zuschauer gut erreichbar ist. Deswegen haben wir das in Abstimmung mit der Stadt Hainichen wieder in die Stadt verlegt, wo es eigentlich auch hingehört.
So wie man die Mitglieder des Kampfgerichts bei Radrennen in der Region immer wieder antrifft, waren in Hainichen auch zahlreiche Radsportteams vertreten, die man zum Beispiel von den Sachsenring-Radrennen oder vom Jahnrad-Kriterium in Niederfrohna kennt. Auch Rainer Rechenberger fehlte nicht, der die Veranstaltung moderierte. Schlafen doch nicht alle ein, wir haben Radrennen! Die Radsportler schliefen nicht ein, sondern kämpften um die besten Plätze. Bei den Junioren belegte Hugo Schubert vom Dresdner SC Platz 3 hinter Jakob Luca vom Chemnitzer PSV. Gewonnen hatte Vincent John ebenfalls vom Chemnitzer PSV. Beim Elite-Amateure-Rennen belegte Platz 3 Toni Franz vom Berthold-Rad-Team hinter seinem Teamkollegen Arthur Lenné. Ganz oben durfte John Mantrich vom Team P&S Benotti stehen. Dankeschön. Ja, machen wir so. Ach, ein kleines Kühlchen. Ja, auch. Was anderes. Ja. Oh, und noch eine Medaille. Ja, jetzt habt ihr euch nicht, aber nicht lumpen lassen. Ja, und wir haben Sittner einen schönen Gruß von mir. Ja, mach ich. Jörg Sittner. Na, bestell ich. Ja. Der freut sich. Letztes Jahr Achter bei der Erzgebirgsrundfahrt. Also dieses Jahr hatte ich mich erstmal im Namen der Mannschaft eher bewegt. Bedeutet, ich habe dieses Jahr eine andere Rolle eingenommen, nämlich, dass ich eher unterstütze. Aber da jetzt die anderen Jungs beim Flechte Süd fahren, habe ich hier freie Kappe bekommen und bin einfach mal losgefahren. Ne? Haben wir mal geguckt. Und das hat wunderbar geklappt, Punkt für Punkt geholt. Richtig, das stimmt. Ja, und was sind die nächsten Aufgaben, die vor dir stehen? Also das Team ist dann erstmal bei der Malopolska nächste Woche unterwegs und meine Aufgaben haben sich ein bisschen verlagert. Ich bin jetzt mittlerweile nebenbei auch arbeitstätig und habe einen kleinen Sohn und werde dann aber bei der Bundesliga auch wieder mit am Start stehen und auch bei kleineren Rennen in Sachsen und Thüringen auch auf jeden Fall mit da sein. Das ist mein Plan. Ja, und wir hoffen, dass du mit deinem Team weiterhin bei Rennen in Sachsen dabei bist. Das Schlusswort darf selbstverständlich der Oberbürgermeister Dieter Kreisinger halten. Ich möchte heute, und es ist mir ein großes Bedürfnis, mich ganz, ganz herzlich bei allen Akteuren bedanken, die dieses fantastische Rennen auf die Beine gestellt haben. Wir sind ganz, ganz stolz auf unseren Radsportverein, bei mir gegenüber der Steffen Blech, langjähriger Kollege aus Waldheim, jetzt Vorsitzender vom RSV Hainichen. Ganz, ganz großen Respekt, Steffen, vor deinem ganzen Team. Was ihr heute gemacht habt hier, sei es die Jury, sei es die Streckenposten, sei es die Vorbereitung. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennen nach zweijähriger Unterbrechung jetzt jedes Jahr hier stattfindet. Denn wir in Hainichen sind ganz, ganz dankbar, dass das gerade hier in unserer Stadt ist, so ein tolles Ereignis. Wie in alten Zeiten trafen sich am 28. Mai im Waldstadion Limberhuber-Frohna Laufsportler, um beim traditionellen Marktlauf, der nach dem Umbau des Stadions herzog, dabei zu sein. Ja, wir sind sehr glücklich, dass wir wieder durchstarten dürfen, nachdem wir zweimal das Ganze verschieben mussten durch Corona und Ähnliches. Sind wir glücklich, auch die Voranmeldungen, was sie so sagen, wie viele Leute dabei sein werden. Macht schon Spaß. Ging gut mit der Vorbereitung. Mal sehen, wie es jetzt sich alles noch anbietet, wie es durchläuft. Vertreten waren viele Generationen. Die Jüngsten sind so 3 und 4, also es ist dann der Bambini-Lauf und was in den Kindergartenstaffeln dann vonstatten geht. Und der Älteste startet, soweit wie ich bis jetzt in der Meldeliste geguckt habe, in der M70. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Punkt 13 Uhr fiel der erste Startschuss. 1,5 Kilometer standen für die Schüler an. Mittendrin viele Läufer vom Ausrichter Laufverein Limbach 2000. Wir gehen mit ca. 40, 45 Leuten an den Start in den verschiedenen Altersklassen. Aber speziell ganz unten in den Nachwuchsaltersklassen, also in der U8, U10, U12, U14. Die größeren Vereinsmitglieder sorgten dafür, dass die Veranstaltung ordentlich über die Bühne gehen kann. Mancher startete zusätzlich beim 5- oder 10-Kilometer-Lauf. Mit der Teilnehmerzahl waren die Organisatoren sehr zufrieden. Wir haben ca. 300 Voranmeldungen, gehen am Ende davon aus, dass wir mit Nachmeldungen, wo wir wissen, dass schon über 30 dazugekommen sind, so ca. auf 350 Teilnehmer kommen. Die kommen natürlich hauptsächlich aus dem Gebiet hier ringsherum, im Limbacher Frohna und aus Teilen von Sachsen, was dann so dann schon in den Hauptläufen über 5 und 10 Kilometern dann unterwegs sein wird. Nach 2 Corona-Jahren endlich mal wieder ein fast normales Wettkampfjahr.
Verschiedene Laufwettbewerbe gibt es dieses Jahr nicht. Der Sachsen-Cup ist wieder ausgesetzt. Da hat sich kein Sponsor gefunden. Da gibt es ein paar Dinge, die nicht funktionieren. Aber es gibt einen Chemnitzer Laufcup und es gibt einen Westsachsen-Cup, wo wir daran teilnehmen, wo man aber nicht alles belegen kann. Und ansonsten sind wir so weit mit Leichtathletik-Wettbewerben noch unterwegs in Sachsen, was so geht, ganz speziell im Landkreis Zwickau. Der Laufverein Limbach 2000 zählt derzeit knapp über 100 Mitglieder. Keine Probleme mit dem Nachwuchs. Nachwuchs ist eher in den letzten Jahren gewachsen. Da sind wir sehr glücklich, dass eigentlich fast jede Woche jemand zum Schnuppern kommt und dass der Verein wächst. Wer ebenfalls Interesse hat, mitzulaufen? Wer quasi Lust hat, kommt freitags 17 Uhr hier ins Waldstadion und kann gerne erstmal schnuppern und dann irgendwo direkt einsteigen. Aber das ist nicht nur für die Kinder, es dürfen auch Erwachsene, Jugendliche dürfen alle kommen, sind gerne gesehen, wer sich dem Laufen irgendwo hingeben möchte. Was die Voraussetzungen angeht, da ist alles ganz easy. Kann jeder anfangen, jeder fängt irgendwo klein an. Und viele sagen trotzdem, ich will einfach ein bisschen fit bleiben. Wichtig ist, dass man sich ein bisschen ordentliche Sportkleidung zulegt. Eine kurze Hose bei diesem schönen Wetter zum Beispiel. Und heute sind die Laufshorts in einer Qualität, dass der Schweiß nach außen getragen wird. Und ein paar ordentliche Laufschuhe, die zu schnüren sind, nicht mit Klettverschlüssen. Und man muss auch nicht die 10,6 Kilometer in 38 Minuten bewältigen, wie Tim Herold vom LV Meckwehr Chemnitz, der am 28. Mai als erster das Ziel erreichte. Ihm folgte 10 Sekunden später André Kürms aus Oederan. Mit etwas mehr Abstand kam Steffen Wohlfahrt vom LC Auensee Leipzig ins Ziel. Schnellste Frau war an diesem Tag Anne Grundler von der SG Adelsberg. Nicole Rackhoff vom VfA Hochlitzerberg lief als zweite Frau ins Ziel ein. Dritte wurde Bärbel Hempel vom ESV Lok Döbeln. Limbach-Oberfronas Oberbürgermeister Gerd Hertig übernahm die Siegerehrung. Vielen herzlichen Dank möchte ich nochmal all denen sagen, die das hier organisiert haben. Also allen voran hier Atze-Chef von Limbacher Laufverein. Und ich hoffe natürlich, dass das hier nicht nur eine Tradition war, eine Tradition ist, sondern eine richtige Tradition auch für die Zukunft bleibt. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Herzlichen Glückwunsch an alle die, die hier was gewonnen haben. Und ja, insofern ein schönes Wochenende noch und dann bis nächstes Jahr. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür.